Mutter. Wie geht's dir? Gut. Unsere Hochzeitsfotos. Seht ihr nicht wunderbar glücklich aus? Du aber auch. Elegant und attraktiv. Ich bin sehr stolz, eine solche Mutter zu haben. Ich bin stolz auf dich. Und auf Judith. Dennoch liegen ganze Epochen dazwischen. Manche Zeiten kehren wieder. Ich habe das Gefühl, dass nur die Schlechten immer wieder kommen. Immer wieder. Und die Guten kommen einem vor wie Lügen und falsche Versprechungen. Meine ich nicht eure Hochzeit. Nicht, dass du mich da falsch verstehst, ja? Mach sie glücklich, Oliver. Und ich bin auch bald wieder glücklich. Irgendwann. Du musst nicht immer auf mich aufpassen. Das schaffe ich schon alleine. Mutter. Psst. Ich komme schon klar. Sorgst du für Ordnung? Trostlos, was? Dass ausgerechnet du das trostlos findest? Ist doch schön. Das kann man doch noch zum Knospen ins Wasser stellen. Die Dinger sind tot. Und selbst wenn, dann blühen die Knospen noch mal auf und dann? Du meine Güte. Ich dachte, Verliebte platzen vor Optimismus. Wie kommst du denn darauf, dass ich verliebt bin? Weil du es bist, in diese geheimnisvolle Frau. Jetzt hör doch mal endlich auf zu nerven. Wir schlafen zusammen und das ist es. Aber das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Ah, verstehe. Ihr wollt autonom bleiben, unabhängig voneinander. Das macht die Sache natürlich viel einfacher. Autonom. Ich glaube, wenn man nicht verliebt ist, ist alles noch komplizierter, als wenn man sich liebt. Ah, das verstehe ich nicht. Zum Beispiel bei uns damals. Ich war doch in dich verliebt. Und das habe ich dir dann auch gesagt. Ja, und ich habe dir gesagt, dass es keinen Zweck hat. Siehst du? Ganz einfach. Das verstehe ich immer noch nicht. Aber egal. Lass uns einfach reingehen und einen Tee trinken. Und du erklärst mir noch mal ganz in Ruhe, was du damit meinst. Ja, na guck doch mal. Ich war mit dir zusammen und du hast mir gesagt, dass du mich nicht liebst. Und dann weiß ich doch, woran ich bin. Ja, aber das verstehe ich nicht. Was hat denn das jetzt mit dieser Frau zu tun? Das ist doch was völlig anderes. Weil die sich irgendwie sagt, es mir endlich einfach so. Hallo. Oh, du bist hier. Ja, sieht so aus. Ich wollte aufräumen, ich komme dann einfach später wieder. Warte mal. Warum warst du gestern so? Ich bin dir zu nahe getreten, nicht wahr? Überhaupt nicht. Nein, es ist einfach alles wieder hochgekommen, immer wieder. Das ist anstrengend. Aber keine Sorge, mir geht's gut. Bianca, ich... Ist aber nett von dir, dass du nochmal nachfragst. Es tut mir leid. Gut, ich muss arbeiten.
So wie es aussieht, du auch. Man kann sich nur wundern, wie teuer Matratzen sind. Willst du dir eine kaufen? Ja, meine alte ist schon ganz durchgelegen. Dann ist die Frage, nehme ich eine 1,40er oder eine 1,60er? Keine Ahnung. Für mich als Single würden eigentlich 1,40 reichen. Das mit deinem Single-Dasein muss doch nicht ewig so bleiben. Also, hoffe ich für dich. Nimm eine 1,60er. 1,40er ist genug. So oder so. Aber bei einem Koloss wie dir hätte ich was anderes erwartet. Wenn man verliebt ist, dann rutscht man eben enger zusammen, nicht wahr, Svenny? Mhm. Gemütliches Kaffeekränzchen? Eher so Tea-Time. Und diese Zeit? Möchten Sie auch einen? Gern. Ja. Sind das die Hochzeitsfotos? Ja, ja. Willst du mal reinsehen? Mhm. Sie sehen fantastisch aus. Hm. Ihr Mann aber auch. Sie sind wirklich immer noch ein sehr schönes Paar. Lass mich mal sehen. Oliver und Judith. Auch ein schönes Pärchen. Hm. Sie können sehr stolz sein, Frau Wellinghoff? Ist jetzt schuld, dass sie gegangen ist? Das ist wirklich merkwürdig. Ja. Jetzt schon? Kannst du mich doch nicht einfach allein lassen. Ich will nur sehen, wie es Mama geht. Aber denk daran, was deine Frau Mama dir gesagt hat. Und was dein lieber Freund dir bestätigt hat. Sie nicht doch lieber bleiben? Nö. Na, das musst du schon überzeugender bringen. Ariane, schläfst du? Nein. Ich weiß ja nicht, was los ist. Alexander war so loyal, nichts von deinem Problem zu erzählen. Aber du sollst wissen, dass die ganze Familie geschlossen hinter dir steht. Ich will nur sagen, glaub mir, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Mit unserer aller Unterstützung wirst du diese Krise meistern. Ariane, du hast doch alles, was du brauchst und was das Leben lebenswert macht. Du hast eine Familie, die für dich da ist und einen Mann, der dich liebt. Ohne all das wäre das Leben wirklich nichts mehr wert. Hast du nie daran gedacht, Ariane zu verlassen? Einen ehrlichen, sauberen Schnitt? Mit der Chance auf ein besseres Leben für euch beide? Kladi, wenn es für Außenstehende vielleicht auch schwer ist zu verstehen, aber ich hänge an Ariane. Trotz allem. Ich kenne das eben anders. Ich musste lernen, mutig zu sein. Und vor allem ehrlich zu mir selbst. Ohne Rücksicht auf Verluste?
Vielleicht habe ich sogar schon mal jemandem wehgetan, es mag sein. Aber im Endeffekt war es immer richtig. Selbst für denjenigen, für den es unangenehm war. Was willst du damit sagen? Dass du dir und vor allem Ariane gegenüber ehrlich sein solltest. Wenn dir irgendetwas an ihr liegt, dann bist du ihr das schuldig. Aha. Ich zum Beispiel hätte keine Probleme damit, wenn du mal etwas Abwechslung bräuchtest. Ich meine mit anderen Frauen. Ich wäre stark genug, damit klarzukommen, wenn wir verheiratet wären. Ist das ein Angebot? Sieh es, wie du willst. Trotzdem gibt es Augenblicke, in denen das alles nichts hilft. Ich habe das Gefühl, dass mir im Moment überhaupt niemand helfen kann. Nicht einmal mehr die Familie. Das verstehe ich. Manchmal braucht man Hilfe, um Hilfe überhaupt annehmen zu können. Zum Beispiel? Zum Beispiel medizinische Hilfe. Ach. Ich will keinen Therapeuten. Am liebsten würde ich alles vergessen. Aber wer redet denn von Seelenklempnern? Es ist Zeit, dass du dein Schicksal in die eigenen Hände nimmst. Mit dem hier könnte es dir wieder besser gehen. Mir hat es auch geholfen, als ich nicht mehr weiter wusste. Wie hat es dir geholfen? Es hat mir geholfen, endlich Ruhe zu finden. Nach ein paar Tagen hat man plötzlich das Gefühl, wieder ganz da zu sein. So, als ob man aus einem schrecklichen Traum erwacht. Aber nimm um Himmels Willen nie mehr als 2 Tropfen. Sonst wachst du nie wieder auf. Ist unglücklich und trinkt. Auch Oliver ist unglücklich. Was ist mit mir? Wer sagt denn, dass sie die Tropfen überhaupt genommen hat? Mal ganz ruhig. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Ich wollte dir nur sagen, wie schön es war, dass du vorhin da warst.